In diesem Video siehst du eine Tour, wo du dir am Anfang denkst, wo du dir so in der Mitte denkst, weiß ich nicht. Und wo du dir am Ende denkst, Alter, nice. Ja? Und deswegen bleib jetzt schön dran. Bis gleich. Ja, servus. Schön, dass du dabei bist. Ich mache heute was ganz Verrücktes. Ich mache heute eine Drei-Länder-Enduro. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier gelandet, hier an dem Turm. Hier. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen kannst. Ich und Excalibur ist auch wieder dabei. Und es wird auf jeden Fall eine spannende Tour. Ich kenne die noch gar nicht. Ich starte jetzt mal hier das Garmin, um da auch gleich mit hoch und runter zu fahren, weil ich weiß natürlich nicht, was hier auf mich zukommt. Es wird mit Sicherheit spannend. Deswegen bleib schön dran. Wir sehen uns gleich auf dem Trail. Da sind auf jeden Fall Mountainbike-Spuren und das ist auch gut so. Ich starte jetzt hier die Runde. Die Runde gestaltet sich wie folgt. Ich habe jetzt in den Niederlanden geparkt, fahre jetzt nach Belgien, fahre da 2-3 Trails, fahre dann rüber nach Deutschland, fahre da mehrere Trails, weil die Tour soll eigentlich sage und schreibe 18 Trails beinhalten, was ich immer noch nicht glauben kann. Zählen ja gleich die Trails mal durch. Ja, werde dann in Deutschland noch ein paar Trails fahren und danach fahre ich wieder nach in die Niederlande und habe meine 3-Länder-Enduro quasi beendet. Da ist er wieder. Guck mal, kannst du ihn sehen? Leise gleitet er dahin, Leute. Und ich habe es euch schon mal gesagt, deswegen liebe ich den Wald. Ja, guckt euch das an hier. Ich liebe das ja, so Touren zu fahren, wo ich nicht weiß, was kommt. Wo ich die Trails nicht kenne, weil ihr wisst, ich liebe es ja, blind Trails zu fahren. Ich soll mich auf jeden Fall jetzt hier auf diesen Trail begeben. Und damit beginnt auch schon Trail Number One. Und da wollen wir gar nicht so lange schnacken. Ich fahre da mal rein. Ist auf jeden Fall hier schon mal dunkel. Steinig auf jeden Fall. Lose Steine. Auf jeden Fall gefällt mir das schon mal. Das gefällt mir gut. Ah doch, guck mal. Muss ich hier rein? Nein. Ich muss geradeaus weiter. Hier sind mehrere Lines. Da muss ich so ein bisschen auf achten hier. Oh, das ist schon nice, Leute. Das ist nice. Gefällt mir. Boah. Da kommst du hier an eine Straße raus. Da musst du natürlich schön aufpassen, wa? Ja, das war der erste kurze, knackige Trail. Vielleicht geht der noch weiter. Ich weiß es nicht. Ich fahre hier auf jeden Fall hoch. Da ist schon der erste Belgier. Siehst du? Also die Tour soll wahnsinnige 1000 Höhenmeter auf... Hey, warte mal, das geht hier weiter. Hier geht der nächste Trail weiter. Okay, die Tour soll wahnsinnige 1000 Höhenmeter auf, wie viel waren das jetzt? 36 Kilometer beinhalten. Die Trails sind hier also sehr Singletrail-mäßig, aber richtig in den Boden gefräst. Und, ja. Wow. Okay. Das sieht auf jeden Fall schön aus, ey. Da kannst du mal nichts sagen hier. Das ist gut. Gefällt mir. Muss ich jetzt schon mal sagen, dass ich wiederkommen muss. Oh, oh, oh. Oh, hier kommt ein Drop. Oh, okay. Gut. Da war ich jetzt ein bisschen unvorbereitet. Jetzt muss ich gleich links. Ist immer ein bisschen schwierig, hier Trails zu fahren und gleichzeitig auf das Navi zu gucken. Hallo? Ja. Kannst du mal so machen, wa? Das war jetzt Trail Nummer 2. Vielleicht bis mittelschwer nass. Und, ach du Scheiße, hier eine Bachüberquerung anscheinend kommt jetzt hier auf mich zu. Eieiei, Scheiße. Okay. Ja, ihr seht, wir sind hier mittendrin in der Grütze, wa? Die ersten beiden Trails waren schon schöne Single Trails. Da kannst du nichts sagen. Okay, hier wird geschossen, hier muss ich aufpassen. Also jetzt wäre ich schon fast ins Auge gegangen hier. Junge, 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 da war der ganze Reifen weg.
Ich habe mir sowas schon gedacht, wo ich hier reingefahren bin. Eieiei. Wow, da möchte ich auch nicht reinfallen. So, hier schlängel ich mich zwischen den kleinen Tümpeln durch. Boah, was ist das hier? Ist das ein Trail? Was ist das? Ist das ein Zubringer? Was ist das hier? Boah, das ist aber anstrengend, ey. Boah, scheiße. Alter, das Risiko gehe ich nie ein. Ja. Ich glaube, das war ein Zubringer hier. In diesen Nadelwald rein. Hier sind auch Spuren. Das heißt, ich müsste richtig sein. Erstmal hier so ein bisschen flowy-doy durch. Okay. Jetzt wird es hier ein bisschen ruppiger. Okay. Oh, das ist nice. Oh doch, das gefällt mir. Ja. Alter. Ist das richtig? Das ist richtig. Oh, das ist steil, das kannst du nicht sehen. Aber das fahre ich nochmal an. So, ich habe mal ein bisschen Anlauf genommen. Hier gibt es drei Lines irgendwie. Eine geht hier, eine geht da und eine geht jetzt hier. Hier ist dieses steile Ding. Mein Navi sagt irgendwie was anderes, glaube ich. Aber ich fahre jetzt mal einfach das steile Ding runter, weil das so schön aussah und so schön steil ist. Und weil steil ist geil, ja. Alter. Puh. Oh, dann war doch richtig, dann war die Line doch perfekt. Hier rauf. Ah, das ist ja auch so ein Auf und Ab, ne? So wie ich das liebe eigentlich. Schön. Dann geht der Trail hier weiter, glaube ich. Ist, boah, auf jeden Fall ist das hier wurzelig, aber auch flowig, ey. Wow. Okay. Bisschen pushen. Nice. Oh, 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 ich sehe was. Ah, ja, ja, okay. Hier ist auf jeden Fall ein Roadgap, Leute. Wenn ich alleine bin, dann mache ich so Faxen nicht. Da bin ich mir irgendwie immer so ein bisschen, lieber so ein bisschen auf safe. Ne? Solltest du auch machen, wenn du alleine unterwegs bist. Okay. So, was war das jetzt? Trail Nummer 3, Nummer 4, was war denn das jetzt? Ist der schon zu Ende? Ist der nicht zu Ende? Geht der hier weiter? Keiner weiß es. Ich sag, Pep, der geht hier weiter. Geil. Oh, ein bisschen too much. Okay, nice. Flowig. Schön. Boah. Alter Vater. Schön vorausschauen, gucken lass. Weil du weißt nicht, was kommt. Oh, das ist scheiße. Da will ich nicht durch. Ah ja, ja, hier ist wieder Blabla-Run heute irgendwie. Boah, Pep. Schön hier drüber, über die Wurzeln, hier runter, zack, hier drüber, boah, Alter, Doppeljob. Okay, und dann fahren wir hier an den Gleisen entlang, ich glaube, ja, eieiei, ich glaube hier, ab hier muss ich wieder hoch. Ey, guckt euch diese Transfer-Etappen an, ey, das ist einfach, Alter, das ist einfach des Todes abenteuerlich. Alter, ja. Gut, dass ich da nicht runtergefahren bin. Wer weiß, was passiert. Ich fahre mal ab hier weiter. So, ey, die Transfer-Etappen sind schon mal mega geil. So, auch geil, wenn du so, guck dir das an, hier richtig nice Transfer-Etappen hast. Alter, hier fährt man noch nicht hoch, oder? Hier musst du runterfahren. Saugeil, ne? Wenn du einen Matschspritzer hast, wo ist der? Genau in der Mitte auf dem Garmin. Da bin ich wieder. Das ist hier irgendwie eine Mischung aus Transfer und Trail. Ich habe jetzt mal die Kamera einfach angemacht. Weil du hast hier wirklich, hier ist so alles dabei. Jetzt fahr ich mal hier die Line. Zack. Kann man ja mal machen. Auf jeden Fall schön. Alter, wow, nicht schlecht, okay, jetzt wird's ein bisschen interessanter. Hep. Oh, nice. Meine Nase sagt hier lang. Krass hier, guckt euch das mal an, ey. Dann fährst du hier durch so einen Bach, dann fährst du hier wieder so eine Wurzelpassage hoch.
krass. Dann bist du hier auf so einem Forstweg. Gut, kurbel mich hier hoch und ja, weiß tatsächlich gerade nicht, in welchem Land ich mich befinde. Irgendwie creepy, ey. Bin ich jetzt in Deutschland? Oder bin ich in den Niederlanden? Bin ich in Belgien? Wo bin ich denn hier? Komisch. Gibt's hier Wölfe? Hölz raus, ey. Da durch die Kuhle kommt ein Trail. Hier kommt ein Trail. Ich soll aber jetzt hier ganz komische Sachen machen. Das verstehe ich nicht. Aha, da hat einer ein Gemälde vergessen. Ja komm, dann fahren wir mal hier rein. Ich weiß gar nicht, wie viel der Trail das schon ist jetzt. Das geht hier Schlag auf Schlag, Leute. Oh wow. Alter. Boah. Da kriege ich mit so flach liegenden Stöckern seit der Excalibur-Geschichte auch wirklich irgendwie einen an den Nerven. Der geht anscheinend hier noch weiter. Noch nicht zu Ende. Wow. Das ist echt steiniges Gebiet hier, ey. Geil, guck dir das an hier, ey. Nice. Wow. Okay. Bisschen Bremsen auch mal Lars, vielleicht. Auch nicht schlecht, kann man auch mal machen. So, jetzt geht das hier weiter. Jetzt bin ich hier wieder in so einem Nadelwald. Okay, das war's dann wohl. Ich soll darum da hinten wieder hoch. Machen wir das mal. Die ganzen Mountainbiker sind hier durchgefahren. Manche ist so tief, ey, da bleibst du drin stecken, ey, scheiße. Nice, Mann. Ich habe immer noch alle Striche hier und bin schon weiß nicht, wie viele Trails gefahren. Krass. Und die Anstiege, die waren jetzt auch nicht ganz ohne. Jetzt kommt hier auf der rechten Seite gleich laut Navi wieder ein Trail. Das sieht auch hier vorne schon ganz danach aus. Und das sieht sogar verdammt gut aus, Leute. Okay. Ja, hier ist er. Gerade habe ich ein Schild gesehen, da stand irgendwas auf Französisch drauf. Also denke ich mal, bin ich immer noch hier in Belgien. Gucken wir einfach mal, was das jetzt hier ist. Für ein schönes Ding. Hoppala. Wow, wow, wow. Auf jeden Fall. Oh, ist das eng. Das enge Ding hier. Und wieder mal geht's in den Nadelwald rein. Ein bisschen ausgewaschen. Schön wurzelig, bisschen pushen. Schön leicht machen hier über die Wurzeln. Alles klar, ich muss noch mal zurück. Hier drehe ich um und nehme dich jetzt mal an die Brust. Komm mal her. Komm mal hier an der Brust jetzt. Da haben wir da vorne den Job, wa? Alles klar. Oh, warte mal, ich kann gar nicht so weit runtergucken hier mit dem Fullface. Ich habe übrigens heute wieder den Fullface auf, weil ich hier alleine bin. Da war ein schöner Drop, ein kleiner. Den nehme ich jetzt hier mal mit. Ich denke, die Geschwindigkeit passt. Oh, ja, passt. Alter, da war hier ganz schön gruselig. Okay. Ich glaube, ich soll hier lang. Ist das richtig? Das ist richtig. Und sieht aus, als wenn das noch nicht vorbei ist. Das ist so flowig hier. Du musst natürlich schon immer so ein bisschen reinballern. Was ist das denn hier? Tipp. Alternativline. Die sind jetzt rechts zwei Jumps. Die gefallen mir. Hier muss ich mitfahren. Jawohl. Nice. Wow. Jetzt wird es hier ein bisschen schneller. Jetzt habe ich nochmal aufs Navi geschaut. Ich muss da links. Ich würde sagen, ich bremse hier mal. Sonst kriege ich da hier eine Matsche. Okay. Ja, nice. Gefällt mir. Fand ich gut. Mega Single Trail. Geil, wenn das hier im Sommer so mit den Fahnen. Das ist bestimmt nice. Ja, ich muss jetzt hier über diesen abenteuerlichen Single Trail. Ich sag mal, wir sehen uns gleich am Trailanstieg wieder. Jetzt mal hier abnehmen. Ja, guck mal hier, die Umgebung ist ja geil, ey. Ja, hier sind eigentlich alles Fahnen. Ist halt nur vertrocknet jetzt, ne? Ey, mega. So ein Single Trail, leicht bergauf. Boah, echt schön. Guck mal. Nadelwald wieder hier. Bestes vom Feinsten, Mega. Lorenz. Lars, ihr seht, man kann auch, wenn man alleine unterwegs ist, richtig Spaß haben auf dem Trail. Ja,
Ja, wenn man, ja, wenn man hier so unterwegs ist, diese Überraschungsteile, ja. Hier so, oh, Oberschenkelwurzel. Diese Überraschungstrails, Leute. Geil, ich mag das. Ganz neue Runde hier für mich. Richtig schön, Scouting. Jetzt muss ich irgendwo abgebogen sein, sehe ich gerade. Ich muss das nochmal checken jetzt hier. Mach dich mal hier an. Weil das ging wieder so schnell. Und auf einmal kommt hier ein Trail um die Ecke, ey. Oh, da war ein Schaltwerkkiller. Ich bin auf jeden Fall zurück auf meiner Route. Na, wie sagt, oh, hier lang. Was ja an sich gar nicht schlecht ist. Oh, Treibsand hier, ey. Aber das ist hier auch wieder so ein Auf und Ab, ne? Und es ist glatt. Dann siehst du nicht, aber da oben ist ein Waldstück. Da fahre ich jetzt über diesen Weg, der hier so schön hoch geht. Fahre ich jetzt hin, aber die Seite muss ich dir zeigen. Das kannst du nicht sehen. Das hier kannst du nicht sehen. Das ist... Wow. Das ist des Todes auf jeden Fall. Ich muss dich jetzt hier auf jeden Fall nochmal an den Helm nehmen, weil jetzt kommt hier ein technischer Anstieg, Alter. Ich habe die Leine noch nicht gesehen. Vielleicht hier. Oh fuck. Das war nicht richtig. Oh scheiße, hier willst du nicht abgehen, ey. Wow. Das ist ja Wahnsinn. Boah, hier sind nur Wurzeln. Junge, Junge. Das sieht aus, als wenn da vorne ein, so ein abgesichter Baumdrop ist. Ich weiß es nicht. Nee, ist keiner. Boah. Aber diverse andere Huckel. Okay, oh. Oh, hier ist ein Top. Alter, oh. Bin ich hier richtig? Junge, Junge. Okay, was kommt jetzt hier? Oh Gott. Rauf, runter, runter, rauf. Hier, Buddy. Schade. Ah, hier wieder auf Meeresniveau. So, ich soll jetzt irgendwie hier hochfahren. Ich glaube, ich kann einen Weg sehen. Wow, was für ein geiler Baum. Wow. Du Schönheit. Ja, ich glaube, hier mache ich ein Foto. Der nächste geht hier rein. Jetzt bin ich ganz schön lange hochgefahren und habe einen ganz schön, ja, langen Transfer gehabt hierhin. Aber auch abenteuerlich. Deswegen, ja, das sieht aber, sieht vielversprechend aus, Leute. Auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall gutes Gefälle. Boah, Alter. Ich würde sagen, das ist aber schon doch schon ruppig. Was ist das? Oh, kleiner Sprung. Wow, nice. Das gefällt mir doch hier. So was gefällt mir doch, liebe Leute. Davon bitte mehr. Geht hier weiter? Oh, geil. Das ist nice. Das gefällt mir. Aber gut, das hätte ich beides fahren können. Dann fahre ich das hier. Yep. Nice. Boah, ein bisschen daneben, aber trotzdem gut. Okay. Schön, ey. Oh, geil. Richtig schön. Oh, ich liebe Nadelwald, Leute. Ich hab schon mal gesagt. Oh, ist da droppig hier. Oh, wow. Das war sehr nice, Leute. Das hat Spaß gemacht. Das war geil. Nice. Es sieht so aus, als wenn es hier losgeht. Boah.
Das war witzig. Das ist wieder ruppig, Leute. Das ist hier wieder ruppig. Und matschelig. Und so im ersten Gang auf jeden Fall auch nicht schön. Okay. Oh, nice. Oh, steinig auch hier. Junge, Junge. Oh, schade. Da war ein schöner Drop. Scheiße, da ist auch ein Sprung. Alter, ich sehe, ich kriege hier gar nichts mit. Okay. Oh, nice. Ist das hier eine Jumpline? Puh, eine Jumpline. Mitten im Wald, Junge. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh, Alter. Junge. Drop 1. Drop 2. Oh, des Todes, des Todes. Boah. Das hast du nicht gesehen. Ich habe das gefühlt. Aber du hast das nicht gesehen. Guck mal hier. Ja. Alter Vater. Wow. Es geht weiter, es geht weiter. Ich soll jetzt hier auf jeden Fall hier links. Oh shit, das wird nicht klappen. Das klappt nicht. Das krieg ich nicht hin. Nein, das krieg ich nicht hin. Scheiße. Ist das richtig? Ich soll hier hoch. Scheiße, das hätte ich. Oh, fuck. Oh. Das hätte ich, glaube ich, aus dem Flow. Oh, der Boden ist auch nicht so der beste. Ach so, da gibt's auch eine. Da gibt's auch. Gibt's auch eine Umfahrung. Ach, Lars, du Honk, ey. Ach, ich bin ein Honk. Ich hätte einfach nebenher fahren können. Das ist ein bisschen verstrickt hier. Das geht noch ein Stück. Wir gucken mal. Ja. Jetzt schlängelt sich das so ein bisschen. Boah, nice. Ich glaube, das schlängelt sich. Das schlängelt sich hier. Ja, ja, hier ist richtig. Hier ist richtig. Boah, shit. Alter, okay. Hier. Hier vielleicht. Boah. Hier vielleicht. Leute, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Boah, der Tür war nice. Die Tour steigert sich, das, was ich jetzt gesehen habe, scheint jetzt hier ein richtig, richtig geiler Waldabschnitt zu sein. Also jetzt kommt die Trails, gerade habt ihr gesehen, die waren schon nice, aber jetzt habe ich nochmal, so wie es aussieht, gerade einen geilen gesehen, zumindest den Ausstieg, weil ich dran vorbeigefahren bin. Der war richtig, richtig nice. Der sah richtig technisch anspruchsvoll aus. Und hier ist wieder so ein typisches, für dieses Gelände hier, so ein typisches Auf und Ab irgendwie. Total spaßig, ja. Guck mal, hat genau gepasst. Schön. Wieder ein Spritzer, genau in der Mitte auf dem. Warte mal. Könnte sogar sein, dass hieraus noch ein kleiner Trail wird. Oh ja, wettet. Wettet sogar noch, aber nur ein kleiner Furz. Oh, wow, oh, wow. Oh. Ein kleiner Furz hier. Furzi, zack, geht hier nur weiter. Okay, machen wir das mal. Ich soll jetzt hier reinfahren. Moment mal. Oh Leute, das sieht aus, als wenn jetzt wild wird. Hier runter, was richtig geil aussieht. Aber es geht auch hier oben lang, was auch richtig geil aussieht. Eieiei, okay, okay, okay. Okay, da ist ein Jump. Da ist ein Corner Jump. Also wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder fahren wir hier durch die Rinne. Ich könnte auch hier in die Rinne rein, in das Loch. Ich fahre auf jeden Fall hier in die Rinne rein. Ich will in das Loch rein. Das sieht mir besser aus. Ich fahre in das Loch rein. Und zwar, oh Gott, im Himmel, hier. Wow. Oh, nice. Rote Erde hier. Oh, nice. Uhuhu, oh, schön. Oh, wie butterweich. Schön gebaut, Leute.
schön gebaut, Leute. Und zack. Scheiße. Ah, okay. Die andere Line. Die wäre genauso gewesen mit Sprüngen und so. Ah, guck mal, hier ist noch einer. Schade. Jetzt habe ich natürlich keine Geschwindigkeit mehr drauf. Jetzt wird es nochmal richtig gut hier, glaube ich. Jetzt kommt der nächste hier. Blind. Oh. Okay, jetzt muss ich hier schauen. Vorne ist auf jeden Fall ein Wanderer. Das ist not my cup of tea hier. Okay, der geht da lang. Boah, glaub. Hier kannst du Kurven üben, Leute. So ein Job von der Kurve ist auch ganz witzig. Und weiter geradeaus. Okay, immer noch weiter geradeaus. Alter. Alter, das ist nicht euer fucking Ernst. Da bin ich definitiv raus, aber das ist ja, Alter, da landest du da und dann kommst du in eine Kompression rein. Junge, das sind aber 1, 2, ja, sind schon 3 Fahrradlängen. Vor allem, du landest hier, ey, kommst hier auf mit Macht 3 und dann gehst du hier voll in die, weiß ich nicht, Kompression rein, schießt hier drüber. Nee, Alter, seid ihr bekloppt oder was? Hä? Ihr spinnt doch wohl. Guck mal, das ist doch hier schön flurig, ey. Das ist geil, so was mag ich. Das nicht. Oh, nee, oder? Wenn das hier nicht so matschig wäre heute, obwohl es ja eigentlich trocken war in den letzten paar Tagen, wäre das mit Sicherheit noch lustiger. Aber an sich ist es auch so lustig. Bleibt mal hier schön an der Helmkamera. Das lohnt sich. Jetzt geht das hier weiter. Boah, das ist steil, das kannst du nicht sehen. Alter. Die Wurzel des Zorns. Nein, kein Füßchen. Okay. Letztes Stück habe ich nicht gefahren, ja. Leute, hier kommt ein Tön nach dem anderen. Ey, Schlag auf Schlag, das ist so krass. Hier kommt, oh, eine Nummer nach der anderen hier, ey. Obwohl, der sieht schon, der sieht tot aus. Ja, hier ist er doch, scheiße. Schade. Oh, egal, komm. Fahren wir hier weiter. Oh, hier sind mannsdicke Wurzeln, ey, Leute. Wie geht's weiter? Oh Junge. Oh nice. Oh, oh hoppa die Hoppi. Die Hopsi, Alter. Oh, Junge. Oh. Eieieiei. Ich weiß nicht, wie viel Tür das ist, Leute, aber so langsam. Muss ich sagen, oh, kräftemäßig ist das schon, ist schon anstrengend hier, wa? Kann mir vorstellen, der geht noch weiter, Leute. Also bleibt mal dran. Der ist noch nicht zu Ende hier. Ich muss jetzt hier links rein. Und über die Kuppe und dann geht es auf jeden Fall hier gleich wieder bergab.
Ja? So hier so, glaube ich. Boah. Da ist eine Lohwurzel, ne? Oh ne, das lasse ich sein. Das lasse ich sein. Ne, da war von Leinen nichts mehr zu sehen, ey. Zack. Scheiße, hier sind überall so kleine Sprünge, ey. Alle kriege ich nicht mit. Leute, diese Tour, hätte ich gewusst, dass das zum Ende hin so nice wird. Krass, ey, das ist doch so geil, diese, so einfach sich so eine Tour aufs Navi zu laden. Guck mal, hier kommen auch Trails runter, hier überall da. Ist Wahnsinn hier. Also so eine Tour sich aufs Navi zu laden, einfach Fahrrad einpacken, losfahren, zack. Und dann fährst du so eine Überraschungstour, ey, mega. Also das erinnert mich ein bisschen an Freiburg hier oben drauf. Schauen wir mal. Ich muss jetzt mal hier aufs Navi gucken, weil ich nicht weiß, ob ich hier lang soll oder da lang. Das ist, glaube ich, richtig. Hier muss ich rein. Schöner Starthügel auf jeden Fall. Das sieht hier auch sehr vielversprechend aus. Boah, da, boah, boah, boah. Okay. Alter. Boah. Das sieht nicht nur aus wie in Freiburg. Hier rum. Hier sind auf jeden Fall nur Absätze und Steinchen. Jetzt mal die Kamera so hell machen. Boah, die Tour fordert mich. Zwei Striche noch. Ja, und ist noch nicht zu Ende. Ich bin hier mit Akku am Kämpfen. Also Akku vom Handy, Akku vom Garmin, Akku vom Fahrrad. Scheiße. Außer der Akku von der Kamera. Der lässt mich nicht im Stich. Hier sind 1000 Trails. Ist der Wahnsinn. Also ich bin 100.000 nicht gefahren. Von 500.000, die hier sind. Bis jetzt, boah, hat sich die Tour so dermaßen gesteigert, vom Anfang bis zum Ende jetzt hier, des Todes. Ja. Das kannst du nicht sehen, aber das hier ist ein Uphill-Wurzeltransferstück. Da sind ja nur Wurzeln. Scheiße. Die sind auch noch glatt. Nicht aus dem Floh kommen, nicht aus dem Floh kommen. Oh Gott, nee. Boah. Das kann doch nicht euer fucking Ernst sein. Das ist doch nicht euer fucking Ernst. Das ist doch ein Downhill-Track hier. Kein Uphill-Track. Ich bin fertig. Ja, letzter Strich hier. Letzter Strich. Ich weiß nicht, wie weit ich noch komme. Ich weiß auch vor allem nicht, wie weit ich noch muss. Boah, ich bin am Arsch. Oh Leute, ich bin am Arsch. Ich fahre hier auf Eco. Die Tour, die kein Ende nahm,
läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. So Leute, hier ist er. Hier gibt's Frittjes. Ja, wisst ihr, wo ich bin? Ich bin hier gerade am höchsten Punkt der Niederlande. Und hier oben gibt's Frittjes, Leute. Ich kann nicht mehr. Nice. Da kann ich auch einen Haken setzen. Finde ich gut. Hier jagt ein Turm den nächsten. Aber wir haben es geschafft. Letzten Strich hier. Ah, ist ja clever. Wartet auf mich mit Essen, Trinken, Wärme, Bett, Couch, Videoschnitt und alles, ja. Auf jeden Fall schön, dass du dabei warst. Lass gerne ein Like, ein Abo und einen Daumen da, mir egal. Irgendwas. Und ich mach mich jetzt auf zum nächsten Spot und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.